Mein Name ist Hajo Sommers, ich bin der Betreiber des Eberbades seit 21 Jahren und ich mache eigentlich hier Theater und Programm. Seit 1.9. mache ich mal wieder gar nichts mehr, also wir machen alle nichts, außer Anträge versuchen zu stellen, zu überleben und meine Mitarbeiter in Cook zu schicken. Der zweite Lockdown hat ungefähr, sagen wir mal, so eingeschlagen wie erwartet. Der Stand der Dinge ist im Augenblick, dass wir sehr viele Veranstaltungen mittlerweile absagen, weil wir sie nicht mehr verlegen können, weil das haben wir schon mal gemacht. Dass die Leute anfangen, sich durchaus Karten auch auszahlen zu lassen, weil sie bei der dritten Verlegung sagen, das hat keinen Sinn mehr mit den Gutscheinen hier und ich habe schon so und so viele Gutscheine. Es gibt aber immer noch ganz, ganz viele Menschen von unserem Publikum, die netterweise Gutscheine nehmen und sagen, die löse ich innerhalb der nächsten 3 Jahren ein, weil so lange sind die gültig. Im Augenblick geht's noch und ich denke, dass wir noch bis März mit dem Kredit, den wir aufgenommen haben, durchhalten. Als wir wieder aufmachen durften im September, habe ich gedacht, das geht eh nicht lange gut. Die Bedingungen waren 250 Leute unter Hygienekonzept, das haben wir auch erfüllt. Dann wurden wir runtergesetzt auf 100 Leute. Das haben wir schon gar nicht mehr mitgemacht, weil mit 100 Leuten ist der ganze Laden nicht zu rechnen, also überhaupt nicht. Ich finde, dass wir uns wie viele, viele Veranstalter an das gehalten haben, wo wir gedacht haben, und nicht nur wir, sondern auch die verantwortlichen Wissenschaftler, so kann man arbeiten, ohne dass wir dann ganz schließen müssen. Was die Gutscheine betrifft, nein, es werden weniger verkauft, logischerweise, weil ganz viele haben jetzt welche durch Umtausch. Es gibt Menschen, die verschenken die an andere Menschen mit dem Satz, das ist gut für euch und dann warten wir mal ab, ob der Gutschein eingetauscht werden kann. Die gibt es auch, aber es ist komplett, es sind vielleicht noch 5% von dem, was wir sonst November, Dezember an Gutscheinen und Eintrittskarten raushauen. Also ist komplett zusammengebrochen. Ja. Und nächstes Jahr, 2021, machen wir von Ende Juni bis Anfang August im Stadion Niederrhein wieder das Sommertheater. Karten gibt es ab 1.12., also ein prima Weihnachtsgeschenk für euch, für alle Bekannten, Verwandte oder auch für Menschen, die ihr nicht leiden könnt. Sitzplätze sind überdacht, deswegen wird es bei jedem Wetter stattfinden. Und wir freuen uns sehr drauf. Im letzten Jahr war es großartig. Dazu wäre es allerdings notwendig, dass ihr euch an die Regeln bitte haltet, damit wir im nächsten Jahr im Sommer auch spielen können. Und wir zusammen im Stadion eine sehr schöne Zeit erleben, vielleicht dann auch schon im Eberbad wieder. Also Abstand halten, Maske tragen und alles, was weiterhilft, einhalten. Corona ist nicht lustig, aber Disziplin auch kein Drama.